Hallo ihr Lieben, ich mache wieder so ein Corona-Video, weil ich neulich ein interessantes Gespräch hatte mit jemanden, die sehr schön von Drosten gesprochen hat. Also wie bescheiden irgendwie der ist und vielfältig und undogmatisch und wie spannend diese Zeit war, in dem er täglich sprach und man ja total gespannt hat, eigentlich, wie es weitergeht, wie in einem Film oder in einer Serie noch besser. Und ich habe mich gefragt, ja, wenn ich das als Film sehe, in welchem Film bin ich? Und natürlich war ich eher, man könnte sagen, in dem Wodak-Film und haben immer eher angezweifelt und so weiter. Und da das Gemeinsame ist, dass man denkt, also wenn man in so einem Film ist, dass man die Wahrheit kennt. Also das merkt man daran, dass zum Beispiel Leute in dem Drosten-Film eher sind, sagen würden, wie kannst du sagen, dass das ein Film ist? Es ist real. Da sterben wirklich Leute. Was soll das? Und die auf der anderen Seite würden sagen, Entschuldigung, aber es haben in anderen Jahren auch viele Leute gestorben und überfüllte Krankenhäuser gab es leider schon öfters, denn es liegt nicht am Virus, sondern an ganz anderen Gründen. Und man hat auch gemerkt, dass es so eine Art Animosität entstanden ist. Also die einen wurden Verschwörungstheoretikerinnen genannt, während die anderen als Schafe bezeichnet wurden oder Blinde oder die müssen aufwachen. Irgend solche Sachen. Und das zeigt sehr schön, dass es nicht die Realität an sich, die richtig oder falsch ist, sondern das Bild, was man sich dessen macht. Uns als Wahrheit erscheint. Und irgendwie hat mich das beruhigt und ich habe mich gefragt, in welchem Film bin ich jetzt? Und ich habe festgestellt, ich bin in dem Film Unser Haus brennt von Greta Thunberg. Also ich glaube, dass wenn wir so weitermachen, der Planet so warm sein wird, dass manche Länder dieser Welt nicht mehr bewohnbar sein werden und sogar Kontinente, dass ich befürchte, dass der Regenwald kippt und sogar Ozeane. Und wenn ich in dem Film wirklich drin bin, dann macht mich das total fertig. Also es ist ja wie ein Sog und es zieht mich nach unten und ich habe das Gefühl der Ohnmacht, dass es schon zu spät ist und keine Ahnung. Also eine schöne Metapher dafür ist, dass ich zum Beispiel spazieren gehe. Wir haben so einen kleinen See da in meiner Nähe und ich bin unterwegs und ich sehe weder die Vögel noch die Bäume, noch spüre ich die Brise auf meiner Haut, noch die Schmetterlinge, die da rumschwirren und nichts, weil ich bin im Regenwald und der brennt. Und er ist bald fertig und ich bin in diesem Tunnel. Das heißt, ich bin gefangen da drin und es zieht eben so diesen Sog und so weiter. Und ich bin abgeschnitten von dem, was um mich herum ist. Ich sehe weder die Freude, die Schönheit, die Kraft, die in der Luft ist. Und dieses Video mache ich speziell jetzt für Aktivistinnen, die oft in diesem Zustand geraten, weil sie wissen natürlich sehr viel und sie tun auch sehr viel und sie fragen sich, warum tut niemand was? Sie ist so dringend. Warum ist das nicht ständig in den Nachrichten? Warum dieses Covid und nicht das? Also, und deshalb würde ich gerne meine Kunst der Hypnose anbieten, um Aktivistinnen die Lust drauf hätten, durch Hypnose wieder aus diesem Sog, aus dieser eigentlich negative Hypnose rauszuholen und sie wieder in ihre Kraft zu bringen, sodass sie wieder aus ihrer Ressourcen schöpfen können und besser wirken können, was ich auch für mich wünsche. Und sie brauchen nur im Betreff Aktivistin oder Aktivist zu schreiben. Und brauchen natürlich nicht
den vollen Preis zu bezahlen, sondern das, was sie können. Und wenn sie nicht können, dann bezahlen sie halt gar nichts. Und alle andere bitte ich natürlich, auf dem blauen Daumen zu drücken oder sogar meinen Kanal zu abonnieren, wenn sie weiter Videos sehen wollen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen Freiheit und